Ja, genau darum wird es in diesem Talk gehen, um Bits und Bytes auf dem Acker, um Nullen und Einsen in der Landwirtschaft. Fritz Dietrich Burkhardt hat sich das mal genau angeschaut und wird uns in diesem Talk jetzt erklären, was State of the Art im Bereich IT und Landwirtschaft ist. Einen ganz herzlichen Applaus bitte für Fritz Dietrich Burkhardt. Ja, danke Katha für die schöne Anmoderation. Es ist spannend zu sehen, dass es hier auch Softwareentwickler aus der Landwirtschaft gibt. Zum Glück waren das nur so 3, 4. Dann kann ich dem Rest ja sogar noch was erzählen. Genau. Kurz noch ein bisschen was zu meiner Person. Ich habe im Bachelor Ökologische Agrarwissenschaften an der Uni Kassel studiert, habe mich dort mit umweltökologischen und landtechnischen Fragestellungen beschäftigt. Außerdem auch die zukünftige Entwicklung der Landwirtschaft, auf die ich in diesem Talk eigentlich auch gerne noch eingehen möchte. Um dann am Ende auch noch mit euch darüber ins Gespräch zu kommen. Aktuell studiere ich einen Master an der Hochschule Osnabrück, nennt sich Precision Plant Management, beschäftigt sich viel mit Sensortechnik, Landtechnik, Ertragsmodellen und ja, ist ganz spannend, ist ziemlich nerdig. Ich habe so ein bisschen aufgeteilt, was können wir bereits? Wollte ich mal euch so einen kleinen Input geben. Wir können bereits mechanische Bodenschonung machen. Das ist ganz ohne Software, das geht rein mechanisch. Die Maschinen können sich verschieben, dass sie sozusagen den Boden mehr schonen. Oben links sieht man mal einen, das ist dann wieder mit Software entstanden, das ist ein GIS-Mitschnitt, wo sozusagen ein Bauer einmal im Jahr über sein Feld gefahren ist. Die weißen Stellen sind die, die nicht befahren sind. Jetzt ist natürlich so eine Landmaschine, wie ihr sie dann unten rechts seht, ziemlich schwer. Das findet der Boden also eigentlich ziemlich blöd. Dazu macht man sich halt in der Landtechnik dann quasi Gedanken, werde ich später auch noch drauf kommen. Eine Technik ist zum Beispiel, dass man Fahrraum und Wuchsraum voneinander trennt. Das seht ihr unten links an dem Bild. Man legt sozusagen feste Fahrspuren im Acker an. Unter anderem habe ich dazu meine Bachelorarbeit geschrieben, auch für ein großes Landtechnikunternehmen. Deswegen kann ich den Vortrag auch erst dieses Jahr halten. Die wollten nämlich letztes Jahr nicht, dass ich hier spreche. Genau, was können wir noch? Wir können das sogenannte Platooning anwenden. Das ist dann schon ein bisschen nerdig, weil wir haben dabei sozusagen zwei Maschinen, ganz reguläre Maschinen, die von einem Fahrer gesteuert werden. Die werden sozusagen mit einer elektronischen Deichsel verbunden, hat die Firma Akko bzw. Fendt entwickelt, lässt sich allerdings leider nur schwierig umsetzen, vor allen Dingen in Europa und Deutschland, einfach aus juristischen Gründen. Die Frage ist dabei, wie bekommen wir die zweite Maschine ohne Fahrer aufs Feld? Das ist zu aufwendig und ja, landwirtschaftliche Mitarbeiter sind nicht so teuer, deswegen ist das sozusagen jetzt erstmal in der Schublade verschwunden. Allerdings wird das sicherlich wieder rausgeholt werden, wenn wir dann noch zu ein paar anderen Techniken kommen. Finde ich aber ziemlich spannend, das wurde schon vor ein paar Jahren entwickelt. Was es auch schon relativ lange gibt, jetzt ungefähr so seit 99, 2000, ist also eigentlich fast schon ein alter Hut, automatische Spurführung mittels GPS und RTK. Ihr seht oben rechts, wie genau das sein kann. Das heißt, wir können sozusagen die Landmaschine bis auf 2,5 Zentimeter genau auf dem Feld steuern. Das kostet allerdings ein bisschen Geld. Das sogenannte SF1-Signal, was ihr dort seht, das ist dann wiederum kostenlos, bietet auch schon so mit 26 Zentimeter eine ganz gute Genauigkeit, reicht aber zum Beispiel dann halt für hochpräzise Landwirtschaft eigentlich nicht mehr aus. Unten links seht ihr mal so, habe ich mal so eingestellt, einfach damit ihr mal seht, wie eine Traktorkabine bzw. der sogenannte Kommandoarm mittlerweile in einer Traktorkabine aussieht. Das können auch noch mehr Bildschirme werden. Genau.
Wir können auch Echtzeitertragskartierung machen. Ziemlich spannendes Thema. Der Mähdrescher fährt und zeichnet direkt eine Karte auf. Wo habe ich was geerntet? Zu welcher Qualität? Diese Dateien werden teilweise auch in Echtzeit an mobile Anwendungen, an Webportale geschickt und können direkt von anderen Fahrern oder auch dem Farmer selber abgerufen werden. Mit diesen Karten, die kann man dann in einem Farmmanagementsystem oder in einem GIS-System bearbeiten, kann Informationen ableiten, zum Beispiel, wenn über viele Jahre immer dauerhaft rote Bereiche auftreten, wenn man das dann in der Arbeit mit Applikationskarten verknüpft. Ihr seht dort links die verschiedenen Techniken, die da zum Einsatz kommen, Luftbilder, es gibt mehrjährige Biomassekarten, die werden erstellt, teilweise per Drohne oder auch per Satellit. Leitfähigkeitsmessung wird durchgeführt, da fährt dann meistens so ein witziger Wagen, gezogen von einem Geländewagen, ziemlich schnell übers Feld und misst die elektrische Leitfähigkeit. Dadurch kann man dann auch mit Hilfe von alten Informationen, also zum Beispiel der Bodenschätzung, sehr gut und natürlich der Erfahrung des Bewirtschafters sehr gut Informationen ableiten. Zusätzlich kann man halt, wie ihr unten rechts seht, auch noch landtechnische Lösungen mit einbinden. Dieser Vorbau an dem Traktor ist ganz spannend. Der misst nämlich das Blattgrün der Blätter und kann über die Stärke des Blattgrüns Aussagen zur Pflanzengesundheit treffen. Ziemlich spannend. Diese gesammelten Daten können direkt im Trecker verarbeitet werden und hinten dann am Düngerstreuer kann sozusagen die ausgebrachte Düngermenge in Echtzeit reguliert werden. Wenn man sich jetzt überlegt, dass der Traktor ungefähr mit 14 bis 18 Stundenkilometer übers Feld fährt, finde ich das schon ziemlich cool. Was wir auch können, Transformer-Mähdrescher bauen. Das ist jetzt ein aktuelles Modell. Ein aktuelles Modell der Marke Fendt. Sieht ziemlich transformermäßig aus. Will ich aber eigentlich gar nicht so hin. Viel interessanter sind eigentlich die beiden Bilder daneben. Das sind jetzt sozusagen einfach mal so schaubildmäßig 3D-Modelle des Innenlebens. Unten eines Mähdreschers, oben eines Feldhäckslers. Diese Maschinen können sich mittlerweile komplett selber einstellen. Der Motor, das Motorsteuergerät gibt Informationen, wie viel Leistung er bereitstellen kann und die Maschine kann sich dabei komplett selber kalibrieren. Ich hatte gestern mit Frank noch meinen Vortrag durchgesprochen und er hatte mir erzählt, dass die Firma Claas vor ein paar Jahren, damit haben die gar nicht so viel Werbung gemacht, sind die zu einer Mähdrescher-Weltmeisterschaft, also das gibt es wirklich, gefahren und haben sozusagen ihren autonomen Mähdrescher gegen den weltbesten Fahrer antreten lassen und sie haben ihn zum ersten Mal geschlagen. Das ist schon ziemlich spannend. Zusätzlich können wir zum Beispiel jetzt auch bei einem Feldhäcksler, das wurde zum Beispiel auch in Witzenhausen an meiner Bachelorhochschule erforscht, können wir zum Beispiel die Messerschärfe hören im Häckselprozess. Das ist ziemlich spannend, wenn man überlegt, dass zum Beispiel diese von dem oberen rechten Schaubild, diese rötliche Messertrommel, das ist die Messertrommel, wenn man überlegt, dass die mit 18 bis 22.000 Touren die Minute dreht. Können wir dort an der Gegenschneide mit Mikrofonen zum Beispiel die Schärfe hören. Zusätzlich können wir zum Beispiel auch jetzt unten in dem Schaubild den Besatz, also den Dreckigkeitsgrad des Getreides erkennen. Das ist wiederum wichtig, um dann zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, wo oder wie lagern wir das Getreide ein, müssen wir es reinigen, ist es überhaupt lagerfähig, können wir überhaupt dreschen. Genau. Hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, dass sozusagen die Karten, die wir in Echtzeit erstellen, dann natürlich online dokumentiert werden können. Dabei findet ein reger Austausch statt unter den verschiedenen Devices. Interessant daran ist, das kostet natürlich alles Geld, Erzeugerpreise sind niedrig, Lebensmittelpreise sind auch im Keller. Ist es natürlich spannend zu sehen, dass jetzt für Deutschland, wie dokumentieren die Bauern ihre durchgeführten Feldarbeiten, nur 34% benutzen bisher Software.
Weil die wirklich guten Softwarelösungen kosten Geld. Da sind die Bauern teilweise noch nicht bereit, das zu bezahlen. Wenn man sich jetzt allerdings überlegt, dass mir mehrere Bauern gesagt haben, dass die Büroarbeit in dem eigentlichen Bauerndasein fast 70% ausmacht, dann ist das eigentlich krass. Mit diesen, also es muss jeder Vorgang muss dokumentiert werden, um sozusagen auch in die Lage versetzt zu werden, EU-Agrarsubventionen zu bekommen. Muss einfach alles dokumentiert werden, auf 10 Jahre gespeichert werden, ganz ähnlich wie beim Finanzamt. Ich bin der Meinung, dort gibt es auf jeden Fall auch recht leicht noch Automatisierungspotenzial, dass man am Ende einfach die Maschine vielleicht mit dem Webportal verknüpft und so weiter. Vielleicht können wir da später gleich mal noch ein wenig ins Gespräch kommen. Auch sehr interessant, wir können Inhaltsstoffe messen. Wir können Inhaltsstoffe messen. Dieser graue Kasten oben links ist ein NIR-Sensor, entwickelt von der Firma Zeiss. Und dieser kann im Gutstrom eines Feldhäckslers, der Mais häckselt oder eine Wiese mäht, den Trockensubstanzgehalt bestimmen und darüber auch Aussagen zu den geernteten Qualitäten treffen. Gleichzeitig können wir, wenn man diesen Sensor, ihr seht, der ist mobil, den kann man also auch oben rechts dann an ein Güllefass hängen, kann man sozusagen die ausgebrachte Güllemenge regeln. Das geht dann entweder, indem man den Traktor schneller oder langsamer fahren lässt oder indem die Pumpe schneller oder langsamer arbeitet. Also ihr seht, es ist relativ leicht möglich, mit eigentlich abgefahrener Technik gute Ergebnisse zu erzielen, wo wir auch zum nächsten kommen, die automatische Beladung von Anhängern. Auch ziemlich spannend. Wir haben dann sozusagen oben an dem Auswurfkrümmer, wo das Gras rauskommt, sitzen mehrere Kameras, meistens sind es 2 bis 4, die erkennen einen Anhänger. Und die legen dann fest, okay, ihr seht diesen grünen Rahmen, das ist sozusagen ein Display-Screenshot, das sieht dann der Fahrer, ist vor allen Dingen in der Nacht ziemlich cool, wenn es ziemlich viel staubt und es ist ziemlich dunkel, erkennt die Maschine selber den Anhänger und belädt ihn auch. Das ist jetzt noch ein altes Bild, in neueren Bildern zeichnet er sogar grün auf dem grauen Anhänger nach, wie voll der Anhänger schon ist. Dazu müssen natürlich die Maschinen miteinander kommunizieren, das geht auch noch weiter. Zum Beispiel seht ihr bei diesem Bild ganz schön, der Fahrer, also so sitzt man heute eigentlich in einem großen Traktor. Man sitzt ganz entspannt da und überwacht eigentlich nur noch. Das Lenkrad ist hochgeklappt, dann hat man nämlich ein bisschen, die meisten Treckerfahrer sind ein bisschen korpulent, vor allen Dingen, wenn sie es schon länger machen. Man sitzt halt viel. Man kann das Lenkrad hochklappen und dann hat man auch einen bequemen Arbeitsplatz. Und interessant daran ist vor allen Dingen die Machine-to-Machine-Communication. Ihr seht das da unten auf diesem mittleren Display. Die türkise Linie ist die Maschine vorne. Das heißt, die Maschinen bilden Netzwerke und tauschen Daten miteinander aus. Zumindest stellen sich das die Entwickler so vor. Kleine Anekdote, als wir bei meinem Praktikum letztes Jahr bei der Firma John Deere eine Professorenvorführung hatten, haben wir eine Dreiviertelstunde gebraucht, um dieses Maschinennetzwerk einzurichten. Es wollte sich einfach nicht miteinander verbinden. Da gibt es auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Entwicklungspotenzial gibt es auch bei dem Drohneneinsatz. Ziemlich spannendes Thema im Übrigen, weil Drohnen sind günstig, lassen sich sehr vielseitig einsetzen. Wir können zum Beispiel, unten rechts sieht man eine Drohne, die sozusagen einem Traktor vorausfliegt. Diese Drohne kann das Feld untersuchen. Zum Beispiel sind dort Schäden im Feld, liegt dort Stein oder Metall oder noch viel wichtiger, liegen dort zum Beispiel Rehkitze. Rehkitze werden von ihren Müttern im Frühjahr in der Wiese abgelegt und dann bleiben die dort liegen. Weil die Rehkitz-Mama gesagt hat, Rehkitz, du bleibst da bitte liegen. Wenn dann der große Traktor ankommt, stehen die nicht auf. Das zusätzliche Problem daran ist, man darf die nicht anfassen, weil dann werden die von ihrer Mutter verstoßen. Also ist die Landtechnik da gezwungen, einfach Techniken zu entwickeln. Es wurde jetzt auch von der Firma Pöttinger auf der Agritechnica, die dieses Jahr in Hannover stattgefunden hat, auch ein Ultraschallsystem vorgestellt, was sozusagen komplett in die Maschine eingreift und innerhalb von einer Sekunde die komplette Maschine stoppt und das benutzte Gerät aushebt, um einfach dann die
um das Tier zu schützen. Zusätzlich können wir zum Beispiel auch Herdenkontrolle machen über Drohnen. Also das geht eigentlich relativ leicht. Die Drohne ist mit einer Kamera ausgestattet und das Computerprogramm weiß dann oder die Softwarelösung weiß dann einfach, okay, schwarzer Punkt ist Kuh, grün ist Wiese und man kann eigentlich dauerhaft die Rinder zählen. Das ist zum Beispiel sehr interessant, wenn die Rinder jetzt im sehr bergigen Gebiet stehen, wo man schlecht hinkommt. Oder auch in Amerika zum Beispiel oder Australien, wo einige Rinderherden einfach ohne Zäune gehalten werden und einfach, weil sie Hunger und Durst haben, zurück zur Farm kommen, weil sie gelernt haben, da gibt's immer was zu essen. Genau. Zusätzlich können wir auch Nützlinge ausbringen mit Drohnen. Auch ziemlich spannend. Das ist das obere linkere Bild. Dieser Trichter da unten dran mit diesen Kugeln, das sind Schlupfwespen, die man ausbringen kann, wenn man einen bestimmten Schädling, dessen Namen ich gerade vergessen habe, im Feld hat. Die Schlupfwespe schlüpft dann aus dieser Kugel, findet sofort perfekte Nahrungsvoraussetzungen und freut sich darüber natürlich. Macht den Schädling kaputt, danach fliegt die Wespe weg und macht ihr Ding. Sucht weitere Schädlinge. Oder wir können auch einfach quasi mit einer tieffliegenden Drohne und einer NDVI-Kamera die Gesundheit von Pflanzen bestimmen. Das ist halt ziemlich interessant, wenn man halt überlegt, dass man eigentlich bis vor 20, 30 Jahren einen Acker komplett homogen bewirtschaftet hat. Und man hat eigentlich so diesen Acker gehabt und dann war das der Acker. Und da habe ich immer das Gleiche gemacht. Und mittlerweile kommt das halt immer mehr dazu, dass wir in viel kleineren, ja, dass wir eigentlich in Pixeln denken, ne? Wie bei so einer Ertragskarte. Wir haben eigentlich Pixel und jedes Pixel hat eine andere Farbe, hat eine andere Eigenschaft. Und damit kann man arbeiten. Da kann man Informationen gewinnen. Da kann man auch, wenn man einfach, also falls man keine ökologische Landwirtschaft macht und halt Glyphosat ausbringt, dann muss man auch nicht mehr überall Glyphosat ausbringen, weil das tritt einfach nicht überall auf. Schädlingsmonitoring, auch ziemlich interessant, geht auch über Drohnen. Wir können mit Drohnen quasi über ein Feld fliegen und können von relativ weit oben sehen, ob Schädlinge irgendwo auftreten. Die sind ja auf einem Feld nicht immer, zack, sind die da und dann ist das komplette Feld voll mit Schädlingen, das ist es ja nicht. Genau. Das noch ganz kurz, wohin geht die Reise? Die Reise geht dahin, R2D2 auf dem Acker. Dieses Gerät gibt es bereits, funktioniert, wird von einer französischen Firma entwickelt. Habe ich bei den Ökofeldtagen, die dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden haben, live im Einsatz gesehen. Ist schon ziemlich witzig. Ist auch ein, zweimal umgefallen, hat halt einen relativ hohen Schwerpunkt. Aber es ist trotzdem süß zu sehen, wie der so übers Feld fährt zwischen den Reihen und sozusagen das Unkraut wegmacht. Damit er nicht umfällt, kann man den dann auch ein bisschen größer bauen. Dann ist sozusagen das Feld zwischen dem Roboter und nicht mehr der Roboter zwischen den Feldreihen. Genau, die Einsatzmöglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig und es ist ziemlich spannend. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch überlegt, wenn man Roboter mit Fahrspurmanagement kombiniert, kann eigentlich so ein Roboter komplette Felder bearbeiten. Er kann hochgenau arbeiten, weil er fährt ja über die Pflanzen und man braucht dann eigentlich keine Drohnen mehr, man braucht keinen Trecker mehr und so weiter. Der untere Roboter wird auch an unserer Hochschule mitentwickelt. Sie machen damit Pflanzenuntersuchungen, Bodenproben nehmen, auch ziemlich interessant, wenn bisher Bodenproben genommen werden, die ziemlich wichtig sind. Werden meistens Studenten mit dem Grabstock losgeschickt und die müssen dann halt eine so lange Metallstange in den Boden prügeln und dann Bodenproben ziehen. Zusätzlich im Labor kommen dann tonnenweise Bodenproben an und die Erde kann eigentlich auf dem Acker bleiben. Man kann also eigentlich mit so einem Roboter dann halt auch gut Bodenproben ziehen. Die Bodenprobe wird direkt im Roboter analysiert, da geht es auf jeden Fall hin. Gibt es auch ein sehr interessantes Forschungsprojekt zu. Und die Probenahme, also das Probenmaterial verbleibt auf dem Acker. Das kann dann auch groß werden. Also Roboter von klein bis groß. Entwicklung der Firma Case fährt mittlerweile. Vor viele Jahre nicht, waren wohl nur ein Modell. Aber da geht die Entwicklung auf jeden Fall hin. Große, kleine Landmaschine, autonom auf dem Acker unterwegs. Der Job des Traktoristen ist heutzutage, ja, man findet schwierig Traktoristen.
Die Traktoristen sind auch nicht immer die Schlauesten. Die haben auch nicht den geilsten Job. Ja, wenn die in Zukunft vielleicht ein bisschen absteigen können, wäre das ja ganz spannend. Und das noch ganz kurz. Es gibt dann auch Roboter im Schwarmkonzept, werden an der TU Dresden entwickelt. Das obere Bild ist nicht real. Also der LKW ist real, aber das, was der transportiert, noch nicht. Aber so stellt man sich das ungefähr vor. LKW fährt ans Feld und bringt 3 autonome Landmaschinen aus. Zusätzlich gibt es dann halt irgendwo ein Operations Center, entweder zu Hause beim Bauern oder am Feldrand. Gibt dann auch noch das kleine Schwarmkonzept. Da hat man so einen kleinen Pferdeanhänger, wo dann kleine Mini-Roboter rumfahren. Die werden über Satelliten gesteuert, laden ihre Daten in die Cloud hoch. Und der Farmer kann alles auf dem Tablet angucken. Ziemlich interessant. Gibt's auch schon. Jetzt aber noch ein bisschen weniger Technikbesoffenheit. Ist mir persönlich ganz wichtig. Ich habe ökologische Landwirtschaft studiert. Es ist nicht alles so ganz gut in unserer Landwirtschaft. Ihr kennt solche Zahlen vielleicht. Die linke Grafik zeigt, die rote Linie zeigt die Menge an, also der globale Index an Insekten. Die orange Linie zeigt die Menge an Schmetterlingen. Die rechte Grafik zeigt, wie viele gefährdete Pflanzenarten wir haben. Könnt ihr ja einfach mal so auf euch wirken lassen. Zusätzlich, ich habe ja erzählt, die ganzen Techniken dienen ja unter anderem auch der Dokumentation für EU-Agrarsubventionen. Jetzt bekommt man aktuell EU-Agrarsubventionen überwiegend für Besitz. Ich habe Land, also bekomme ich Geld für die EU. Der Bürger wünscht sich aber eigentlich, dass der Bauer auch was für die Umwelt tut, für die Gesellschaft. Bisher noch so ein bisschen schwierig. Ihr kennt die Diskussion. Ich würde da gerne so ein kleines Zitat von einem CEO einer ziemlich großen Landmaschinenfirma bringen. Er hat gesagt, wir haben in Deutschland 80 Millionen Bauern, die kein Land haben, aber wissen wollen und auch eine Vorstellung davon haben, wie Landwirtschaft laufen soll, wie Produkte produziert werden. Und wir haben 280.000 Bauern, die Land haben, die es machen. Und das Problem ist, sie reden nicht miteinander. Das ist gerade der aktuelle Zustand, die reden nicht miteinander. Es gibt Vorstellungen, wie Landwirtschaft laufen soll. Ihr habt wahrscheinlich eure eigenen Vorstellungen, wie Landwirtschaft laufen soll. Glücklicherweise, Veränderungen passieren langsam. Diese Zitate könnt ihr mal auf euch wirken lassen. Gerade auch so, Bauernverbände wie die DLG haben jahrelang Wachse oder Weiche gepredigt, haben gepredigt, die moderne Landwirtschaft bringt Pflanzenschutzmittel aus, die baut nur Weizen an, die macht nur Monokultur, wir machen uns die Erde untertan. Und jetzt hat man halt gemerkt, funktioniert nicht so ganz. Funktioniert nicht so gut, wie man sich das so erhofft hat. Die Natur bekämpft mit Resistenzen. Es gibt mittlerweile ziemlich viele Resistenzen. Es gibt Pflanzen, die gehen durch Glyphosat nicht kaputt. Die nehmen das Glyphosat auf und speichern das, wie in so einem Eiterpickel oder so. Ziemlich spannend. Und was machen die Landwirte? Ihr seht, in diesem lilanen Kreis habe ich mal die Menge an Stickstoff, die wir ausbringen, eingekreist. Die ist nahezu gleich geblieben über die letzten 25 Jahre. Man muss sich überlegen, dieser Stickstoff wird in Minen abgebaut. Das heißt also, der kommt aus der Erde. Wir bringen ihn zwar wieder auf die Erde auf, aber natürlich, ja, das sorgt natürlich dafür, dass Nitrat ins Grundwasser ausgewaschen wird. Zusätzlich auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bleibt nahezu gleich. Wir müssen uns also vielleicht einfach die Frage stellen, was wir für eine Landwirtschaft wollen. Gleichzeitig haben wir natürlich das Problem, zu niedrige Preise. Pflanzenschutzmittel sind günstig, Diesel ist teuer, Saatgut ist teuer, Pflanzenschutzmittel werden immer günstiger. Die Erzeugerpreise sind niedrig. Alles ist immer verfügbar, gut und günstig. Ne? Und ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, Milchkrise wurde jahrelang gepredigt, wachsen, 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 Stückkosten reduzieren. Ja, fällt dann ist auf einmal zu viel Milch am Markt und dann bekommt keiner mehr Geld. Und auf einmal stehen sie alle da und keiner will es gewesen sein. Kann man mal drüber nachdenken. Wir sollten uns also vielleicht fragen, und da komme ich jetzt eigentlich schon fast zum Schluss, weil ich würde ja eigentlich gerne noch 2, 3 Fragen zulassen.
Ja, wir sollten uns fragen, wie wir unsere moderne Landwirtschaft definieren wollen. Und da würde ich gerne mit euch ins Gespräch kommen, gerne jetzt hier gleich bei der Q&A oder auch danach bei der Bühne. Gerne auch per E-Mail, Skype, whatever. Die Plattformen sind vorhanden, die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir sollten uns überlegen, macht die moderne Landwirtschaft sich die Erde untertan? Sehen wir also den Boden nicht als etwas Belebtes, ein System, was über Millionen Jahre gewachsen ist? Ja, und dürfen wir uns dann vielleicht einfach bald fragen, was diese Natur eigentlich ist? Vielleicht nennen wir die Natur dann nicht mehr Natur, sondern nennen die sie nur noch Substrat. Oder wollen wir vielleicht eine Landwirtschaft haben, die die natürlich vorhandenen Synergieeffekte nutzt, die ich ja auch schon angesprochen habe. Schlupfwespen, lange Fruchtfolgen, ökologische Landwirtschaft, wo man einfach mit der Natur arbeitet und sozusagen die Werkzeuge der Natur nutzt. Ich bin der Meinung, auch bezugnehmend auf das Zitat, was ich gebracht habe, dass wir 80 Millionen Bauern haben, dass wir so eine Art Gesellschaftsvertrag brauchen, wie die Landwirtschaft in Zukunft auszusehen hat. Und da sind natürlich auch alle, die jetzt hier zuschauen, die jetzt hier sitzen vom CCC, ihr seid unglaublich fähige Leute. Ich habe hier total viele tolle Vorträge gesehen und bin mega geflasht, dass hier einfach auch für Nerds, also nicht nur Nerds im absolut positiven Sinne rumhängen. Und vielleicht macht man sich mal so Gedanken, was man so selber auch vielleicht machen kann. Ne? Vielleicht mal was hacken. Ich habe gestern noch erfahren, in der Raumfahrtagentur in Berlin, Freunde von mir, die machen Techno-Gardening. Finde ich ganz interessant. Die haben sich einen Garten gebaut, der komplett autonom bewirtschaftet wird. Wir könnten aber auch die Bauern unterstützen. Wir können, indem wir direkt bei ihnen einkaufen. Wir können die Biodiversität fördern. Wir können die ökologische Landwirtschaft fördern. Wir können mehr forschen, wir können Agroforstsysteme, hier gab es auch einen Vortrag zu Agroforstsystemen, ich habe ihn leider verpasst. Aber wichtig ist vor allen Dingen, und das ist halt ganz interessant, wir haben nur 7,5% ökologische Landwirtschaft. Das heißt also, die Frage ist noch gar nicht beantwortet, was jetzt die moderne Landwirtschaft ist. Zusätzlich finde ich es nicht sonderlich modern, wenn die große Torte eigentlich von der EU dafür bezahlt wird, dass man etwas besitzt. Also man hat ja schon was. Der kleine Teil, die kleine Torte für die ländliche Entwicklung, da wird Ökolandbau gefördert, da werden Agrarumweltmaßnahmen gefördert, da wird Biodiversität gefördert. Für mich müsste das eigentlich getauscht sein. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Dankeschön. Ja, es geht eigentlich darum, unsere Landwirtschaft enkelfähig zu machen. Nichts anderes. Wie modern das jetzt ist, wie viel Pflanzenschutzmittel wir benutzen oder ob wir die komplett verbieten oder nicht, das wird sich zeigen. Aber das sind zum Beispiel einfach mal so ein paar Anregungen. Ne? Man kann sich mal Kühe anschauen, ob man sie jetzt isst oder ihre Milch trinkt, ist ja egal. Aber man kann sich einfach mal eine Kuh anschauen. Man kann beim Bauern einkaufen. Man kann zum Bauern gehen und sagen, hey, komm hier, ich habe hier Software-Expertise. Wir bauen dir mal was Schönes, was dir ausrechnet, wie viel Pflanzenschutzmittel du sparst, wenn du ökologische Landwirtschaft machst. Oder. Es gibt extrem viel zu tun. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne noch ein paar Fragen von euch hören. Was sind eure Gedanken? Ja, let's change the Landwirtschaft. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank von Treckerfahrer zu Treckerfahrer. Super spannender Vortrag. Wir haben Zeit für eine einzige Frage. Oh nein. Aber danach gibt es die Möglichkeit, dem Referenten aufzulauern und noch weiter zu diskutieren. Er möchte das auch. Ja, sehr gern, auf jeden Fall. Eine Frage. Ja, wie viel Stickstoff und Phosphor gibt es dann noch? Für wie viele Jahre? Und wie geht es mit der Privacy von was das alles passiert? Ist der Eigentum des John Deere oder der Bauern? Mhm. Die Stickstofffrage kann ich nicht direkt beantworten. Müsste ich jetzt auch recherchieren. Ich bin aber der Meinung, man ist ähnlich wie beim Erdöl, ne? Also da finden die noch dauerhaft viel. Bezüglich Datenprivacy, ziemlich interessantes Thema. Ist auch noch nicht beantwortet, lässt die Bauern auch noch ein bisschen vorsichtig agieren mit den neuen Techniken. Da muss was gemacht werden. Die Bauern wollen, dass ihre Daten bei ihnen sind und dass die ihnen gehören und dass die wissen, wenn Mr. John Deere oder Mr. Akko da reinguckt.
Und das ist ultimativ wichtig. Die Daten gehören den Bauern. Und auch nur der Bauer hat über die Daten zu verfügen. Außer er sagt, ich möchte die gerne verkaufen, dann kann natürlich John Deere die kaufen. Aber dann muss der Bauer dafür Geld bekommen. Oder einen neuen Trecker. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank noch einmal für diesen Vortrag. Einen ganz herzlichen Applaus bitte nochmal. Applaus